Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Das ist hier höchstwahrscheinlich die letzte Folge von diesem Let's Play. Und ich bin ziemlich gehypt. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen gelevelt. Ein kleines bisschen habe ich gelevelt, könnte man sagen. Auf Level 62. Nicht nur 60, sondern 62. Denn wir waren mega underlevelt. Und vor allem würde das jetzt hier in dieser Folge zeigen. Lass mich in Ruhe, danke. So, und für die, die es nicht wussten, hier ist mein zweiter Save. Diesen Save-Set hier habe ich gemacht, bevor ich angefangen habe zu leveln. So sah das Team nämlich in der letzten Folge aus. Und jetzt im Vergleich zu diesem Save, der richtige Save jetzt hier. Level 62, jedes Pokémon. So. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz was zeigen. Und zwar habe ich ja irgendwann mal versprochen, dass ich diesem Miltank in der Mukumu-Farm helfen werde, es wieder gesund zu machen. Und ich habe jetzt zwei Beeren dabei. Ich hoffe, es reicht. Und, ja. Hallo, Miltank. Es ist immer noch so schwach. Aber nun, am Ende unserer Reise, werden wir es doch noch heilen. Dün, 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 dün. Musik stoppt, irgendwas anders. Miltank ist völlig gesund geworden. Ah, das war schon, okay. Ich war mir nicht sicher, ob zwei Bären reichen. Aber yay, jetzt ist Miltank wieder gesund. Und jetzt können sie wieder Kuhmilch herstellen. So, und von hier kriegen wir jetzt die TM. Du hast unserem Miltank geholfen. Jetzt gibt es wieder Milch. Hier, für deine Mühe. TM 13. Und welche TM ist das? Das hier ist Schnarcher. Das ist eine seltene Attacke, die nur ein schlafendes Pokémon einsetzen kann. Überlege dir gut, wie du sie anwendest, Kleiner. Ja gut, mit Schnarcher kann ich jetzt nicht viel anfangen. Aber zumindest konnten wir Miltank retten. So, und nun? Ich brauche den ganzen Weg nicht zurückgehen. Ich kann nämlich einfach mit Lugia hier rüberfliegen zur Silberhöhle. Ja, so einfach geht es. Ach ja, und bevor ich es vergesse, zeige ich euch noch kurz die Attacken, die ich jetzt nämlich neu habe. Wie man hier sehen kann, Flamesack hat nun Erdbeben. Dafür ging Sternschauer raus, soweit ich weiß. Amphi hat eigentlich nichts Neues. Ovot auch eigentlich nichts. Belly hat jetzt Schlitzer. Denn Schlitzer war die Attacke, die ich die ganze Zeit meinte. Es war nicht Kratzer und nicht Kratzfurie. Es war Schlitzer, was ich meinte, was so OP ist. Gyarados hat jetzt Hyperstrahl. Und Lugia ist Lugia. So, und nun, wo das hier aus dem Weg geschaffen wurde, können wir nun das Finale bestreiten dieses Spiels. Und zwar befindet sich das hier im Silberberg. So, und normalerweise braucht man hier Blitz, hieß die Attacke, ne? Jetzt nicht ein bisschen lost sein hier, bitte. Genau, man braucht normalerweise Blitz, aber ich habe keine Lust, irgendwie Blitz beizubringen. Deshalb gucke ich gerade im Hintergrund auf eine Map, die ich hier gerade bei mir auf der Seite auf dem Bildschirm habe. So, hier kann man hoch, kann man sich ein Item schnappen. Es gibt die ganzen wilden Encounter, die sind sowieso langweilig. Interessieren niemanden. So, hier kann man ganz nach oben und dann runterspringen zu diesem Item hier links. Hier irgendwie ganz weit nach oben und dann kann man irgendwie runterspringen. Na, genau. Hier gäbe es ein Fluchtseil, falls man Lust hat. So, dann kann man hier nach rechts, hier nach oben irgendwo. Ah, ich bin zu weit. Das müsste hier sein. Genau. Jetzt bin ich die Treppe hochgegangen. Jetzt muss ich hier... Oh Gott, jetzt muss ich nach links. Dann muss ich nach oben. Ich orientiere mich jetzt an die Wände. Mhm, jetzt nach rechts. Genau, und jetzt ist hier eine Treppe nach unten, ist hier ein Item. Oder nicht? Wieso kann ich nach rechts laufen? Okay, wo bin ich? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich gehe aber richtig. Ja, ich glaube, ich habe das Item zwar verpasst, aber bin, glaube ich, trotzdem richtig. Lavita gibt es hier, okay, cool. So, glaube ich. Genau, hier links ist ein Item. Aber das hole ich mir jetzt nicht. Na wohl, komm, holen wir es ganz kurz. Ganz fix. Das eine Item habe ich jetzt verpasst, ich weiß nicht, wo das war. Irgendwo an den Treppen, keine Ahnung. Ein Top-Elixier. So, dann kann man hier wieder die Treppen irgendwo hochgehen. Wenn ich es finde. Hier ist eine Wand. Ah.
Jetzt wahrscheinlich hier irgendwo. Oder so. Oh, ich weiß, wo ich bin. Ja, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich blende mal eine Map ein oder so. Ich weiß es nicht. Aha. So. Und dann müsste jetzt hier nach oben der Ausgang sein. Genau! So, zweite Map. Da muss ich kurz raustappen für. Okay. Ach, hier sieht man alles. Oh, lost. Okay. Ja, hier sieht man alles. Gut. Okay, manche Items sind hier unsichtbar, wie man sehen kann. Weil hier müsste eigentlich ein Item sein. Oder ist es nur ein Kristallen-Item hier? Das weiß ich jetzt nicht. Das kann jetzt das andere Item, was ich jetzt nicht gefunden habe vorhin, dass das nur in Kristall existiert und hier nicht. Hier kann man nach links surfen mit Kaskade, dann kommt man zu einem Item. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Hier sind ganz viele Höhlen, Eingänge und Ausgänge. Nee, ich sehe gerade die Karte von Kristall. Deshalb habe ich gerade den Weg nach hierhin, sage ich mal, hier nicht gefunden. Wo bin ich denn jetzt? Oh, Item. Ein Top-Beleber, den würde ich gerne mitnehmen, wenn das okay wäre. Ich meine, ich habe noch irgendwas, was ich wegschmeißen kann. Hier ist eine Beere, was will ich damit? Mit da geht's doch schon wieder gut, freue mich. So, Top-Beleber nehmen wir gerne mit. Sehr tolles Item. So, genau, jetzt können wir hier nochmal runter surfen. Und nein, ich werde übrigens gleich beim Finale nicht vorspulen. Für die, die sich jetzt fragen, dass es so langweilig wird. Na gut, ich denke mal, die meisten spulen gerade sowieso vor zum Finale. Weil der Weg dorthin ziemlich langweilig ist. Kann ich verstehen. unter anderem würde ich das nämlich auch machen. So, ich glaube hier. Oh, hier sind wir schon am Ende. Oh Gott, da ist schon das Ende. Okay, warte. Bevor wir das Ende machen. Erstmal hier rechts das Item holen. Genau. Hier oben gibt es nämlich noch ein Item. Im Kristall gibt es hier noch ein Item, wie ich gerade sehe. Okay. Gott, im Kristall gibt es ja richtig viele Items. Ob ich das auch mal Let's Play? Vielleicht in mehreren Jahren. Auf jeden Fall nicht demnächst. Zumindest habe ich dafür gerade keine Pläne. Und die meisten wissen sowieso, welches Pokémon-Spiel als nächstes kommt. Und für die, die es nicht wissen, für die werde ich es nicht spoilern. So, aber das war die Silberhöhle. Die ist irgendwie nur halb so groß, wenn überhaupt, wie im Original. Schon krass, wie ich finde. So, und die Musik spielt immer noch weiter. Macht ein bisschen die Atmosphäre kaputt, finde ich. Aber wir sind hier angelangt. Im Finalpart dieses Spiels. Dort oben sitzt oder steht wie auch immer ein Trainer. Er sieht sehr ähnlich aus wie wir. Doch, wer ist das? So, bevor ich jetzt gegen ihn kämpfe, werde ich wahrscheinlich doch eher Amphi als Flamesack vorne haben, merke ich gerade. Vielleicht wäre das doch besser. Okay, let's go. Ihr merkt schon, das ist die Champion-Musik. Wir kämpfen jetzt gegen Trainer Rot, der Protagonist aus Pokémon Blau und Rot und Gelb. Natürlich fängt er jetzt mit dem Pikachu an, wo ich geswitcht habe. So, ich werde hier nicht vorspulen, das ist das Finale des Spiels, der letzte Kampf. Und genau deshalb habe ich gelevelt, weil ihr seht schon, Pikachu, Level 81. Es ist nicht mal ein Raichu, ja. So, Erdbeben, schön auf ihn drauf. Ich habe nämlich dem Pokémon noch ein paar TMs beigebracht. Habe ich jetzt vergessen zu sagen, aber ihr werdet es wahrscheinlich noch sehen in den Attacken. So, ihr habt gesehen, ich bin zwar nur Level 60 und er ist fast 20 Level über mir. Aber ich mache trotzdem sehr viel Damage. Natürlich hat er Heil-Items, wir haben aber genauso Heil-Items. Ich glaube, ich habe die nicht, gar nicht eingekauft, aber es müsste eigentlich noch reichen von dem, was ich damals im... was ich damals gekauft habe, ich weiß es gar nicht mehr, aber es müsste eigentlich reichen. Ich kann mal ganz kurz zeigen, was ich gerade habe. Ein paar Bleber, Hypertränke. Oh, ich habe noch Sonderbonbon, die habe ich gleich verteilt. Ups. Naja, es ist sowieso zu spät. Jetzt kämpfen wir erstmal gegen das Level 81 Pikachu von Rot. Als ob es überlebt hat. Ha, aber du triffst nicht. Und damit ist das
Ah, noch eine Top-Genesung, okay. Werde ich wahrscheinlich nochmal Erdbeben einsetzen müssen. Naja, wie auch immer. Wie viel Damage macht denn ein ganz normaler Flammenwurf? Alter. Wow, war das ein Crit? Nicht mal ein Crit war das. Heftig. So, Pikachu ist damit. Weg vom Fenster. Volltreffer. Okay. Als nächstes ein Psyana. So, dann setzt sich Snubilika rein, aka unsere Melly. Katze gegen Katze, weil es überhaupt Psyana eine Katze ist. Es könnte auch was ganz anderes sein. Von dem Körperbau könnte es eine Katze sein. Und mein Pokémon ist ja eine Katze. Ich wollte einfach, dass es cool aussieht. Whatever. Bam! Level 73. Ihr seht schon, das ist doch ein bisschen weniger als bei Pikachu. Liegt daran, dass Pikachu das stärkste Pokémon von Rot ist und wir es gerade besiegt haben. Wow! Melia, machst du einen guten Job? Oh, wow! Okay, einmal... Oh. Okay, ich bin sehr impressed. Bam! Klatsch, weg damit! Gut, dass ich gelevelt habe. Sonst wäre ich instant verreckt hier. Und ja, es hat genau deshalb so lange gebraucht, diese Folge hier aufzunehmen, weil ich leveln musste. So, Relaxo. Ich glaube, das setzt sich Lugia ein. Ganz ehrlich. Wie es so ein Auge leicht noch offen hat. Ja, Relaxo kann halt böse Tricks, müssen wir aufpassen. Luftstoß müsste ordentlich Damage machen. Bam! Und wehe, wenn nicht. Ihr seht schon, wie viele Leben die Relaxo hat. Deshalb habe ich Lugia genommen. Weil ich denke, Lugia könnte von allen Pokémon mit unter anderem den meisten Attack Damage machen gegen ein Relaxo. Luftschuss ist natürlich allgemein auch eine sehr nice Attacke. Oh, Body Slam. Müsste sie eigentlich überleben. Ja, locker überlebe ich's. Was mache ich mir da Sorgen? Ich weiß noch nicht, ob Rot noch irgendwelche Heil-Items hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Ort, wo Rot hier ist, hier im Original ist es voll langweilig. Ja, weißt du. Nein, ich bin paralysiert. Ich riskier's, ich riskier's. Er hat Erholung. Ja, natürlich hat er Erholung, Mike. Ja. Ich habe mir halt nur die Level angeschaut von Rots Pokémon. Hab so geguckt, wie muss ich ungefähr leveln. Ich werde nicht zu viel leveln, sonst wäre es ja auch langweilig. Ich denke, Level 62, ich habe ein bisschen umgeguckt, was andere so haben. Level 62 ist so ungefähr so der Standard. So, ich ein bisschen hochgelevelt. Okay, war das ein Crit? Ja, das war ein Crit, habe ich mir gemerkt. Habe ich gemerkt, so, ja. Habe ich einen Top-Genesung? Zufällig. Yes, habe ich. Perfekt. Setz es ein. Ja, in den alten Spielen brauchte man zig Jahre, bis du endlich die KP vollgefüllt hast. Deshalb habe ich auch im Let's Play eigentlich ständig vorgespult, weil ich das langweilig finde, aber das hier ist einer der wenigen Ausnahmen im Let's Play, wo ich nicht vorspule. Weil sonst allgemein schon die Atmosphäre ein bisschen vom Spiel selbst kaputt gemacht. Aber ich versuche es ihn so ein bisschen zu retten. Komm schon, komm schon. Nein, er geht nicht down. Ich habe keinen Luftstoß mehr. Ich könnte theoretisch meine AP vollfüllen lassen. Will ich das? Wie viel habe ich denn von den Elixieren? Okay, 4. Ja, ich kann... Ach, ich... Komm, mach einfach. Mach einfach. Ist das ein... Wow. Ich bin wirklich kurz davor, diese Leertaste gedrückt zu halten. Ich glaube, mir ist Leertaste vorspulen. Das ist standardhaft auf dem Emulator. Aber ja, ich lasse es. Wie gesagt, ich mache es nicht. Komm schon, relax, jetzt geh nicht down. Ich mache so wenig Damage. Du setzt wahrscheinlich Schnarcher ein, ja, Schnarcher, war klar. Und dann macht er gleich auf und dann macht er das gleiche nochmal. Ja, Volltreffer, come on. Ich brauche nochmal Crits. Die sind sehr, sehr schön hier bei Relaxo. Oh, das könnte einer sein. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein Crit. Nice. So,
So, hoffentlich muss ich jetzt nicht meine Genesung einsetzen, sondern kann weiter angreifen. Ja, gut. Und bis dann und ciao, Relaxo! Schlaf woanders weiter, aber nicht hier. Kannst jemand anderen blockieren, aber nicht mich. So, drei Pokémon. Wir haben die Hälfte durch. Turtok. So, wir wissen alle, was wir da benutzen. Gegen ein Turtok. Oh yeah, Amphi! Blitzkanone! Oh, er trifft nicht! Yes! Alter, viel Glück! Blitzkanone! Wir zerstören dich komplett. Wir nehmen dich komplett auseinander. Du hast keine Chance gegen mich. Denn ich bin der neue Champ. Down. Da geht er down. So, zwei Pokémon noch. Ein Bisaflor. So. Gut, ich könnte jetzt nochmal Lugia einsetzen, aber ich möchte ein bisschen Variation reinbringen in den Pokémon, die ich benutze. Deshalb darf Uwe das versuchen. Ja, wir kämpfen jetzt gegen uns selbst. Ich gegen mich selbst, whatever. Aber hoffentlich schaffe ich es trotzdem. Ich kann übrigens kein Toxin gegen das Ding einsetzen. Bisaflor kann nicht vergiftet werden, soweit ich weiß. Wäre neu, wenn doch. Weil das wäre schon ziemlich peinlich, wenn ich das jetzt nicht sage und dann kann er am Ende doch vergiftet werden. So, dann macht Sonnentag wahrscheinlich wieder einen Solarstrahl auf mich schmeißen. Ich mache zumindest noch einiges an Damage, bevor er es macht. Na. Das Ding ist halt, bei Sonnentag, kann er halt Solarstrahl ständig benutzen. Ohne irgendein Handicap. So, aber jetzt ist er weg! Das müsste ausgereicht haben. Yes! Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gelevelt. Wow! Also ich wusste, dass dieser Kampf hier im Original nicht so schwer ist wie im Remake, aber trotzdem. So, unser letztes Pokémon ist ein Glurak. So, und jetzt kann ApoRed, ich meine natürlich Red, gegen Glurak zeigen, was er so drauf hat. Wer ist das mächtigere Drachen-Pokémon? Versteht ihr, weil beide sind keine Drachen-Pokémon, aber sie kriegen gerade beide, na, wie auch immer. Sofa! Wir haben auch Hyperstrahl übrigens. Ich habe viel mit den Attacken gemacht. Ich glaube, ich zeige das auch jetzt nach dieser Runde hier, was ich so als für Attacken hatte. Oder ich blende es einfach ein. Ich habe es wahrscheinlich schon einmal eingeblendet. Okay, ich versuche mal in den Hyperstrahl zu landen. Ich weiß nicht wieso, aber Flammenwurf macht gerade bei ihm so viel Damage. Eigentlich müsste ich resisten, aber ich tue es nicht richtig so resisten. Okay, aber Hyperstrahl trifft. Komm schon. Das muss richtig reingedonnert haben. Oh ja, hartes. Oh. Ob ich das überlebe? Schade. Schade. Alles klar. So, das soll es jetzt gewesen sein mit dir, Glurak. Ich werde noch einmal dich eine Runde angreifen lassen. Ich möchte nämlich gerne, dass du halt auch noch mal ein paar Erfahrungspunkte bekommst. Flammenwurf. Also komm schon, wenn Amphi das nicht tankt, dann bin ich sehr enttäuscht. Komm schon, komm schon. Wow. Ja. Oh, Amphi, was ist los? Nein! Er ist schneller! Da, wieso? Amphi, da! Ich hätte einfach angreifen sollen. Okay. Dann machen wir es eben anders. Machen es anders. Wir machen einen Top-Beleber. Und zwar den, den wir gerade bekommen haben. Auf Amphi. So, das kann ein bisschen dauern. Er greift mich an. Ich resiste es hoffentlich. Das ist so ein Flügelschlag. Sollte nicht so OP sein. Eben. So. Und nun. Ja gut, eigentlich kann ich doch so beenden.
Was mache ich eigentlich? Eigentlich kann ich auch so beenden. Flamesack sollte es eigentlich auch hinkriegen mit Walzer. Komm, wir tanzen ein bisschen Walzer zum Abschluss. Bis dann und schade, hab ich schon gebracht. Egal. Wir haben damit das Spiel durch und den stärksten Trainer in diesem Spiel besiegt. Trainer Rot. Er schweigt. Und das war Pokémon Silber. Wir gucken uns noch einmal die Credits an, die Credits-Cutscene, wie auch immer. Und das war so ziemlich dieses Let's Play. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen sollte. Ich denke, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte in diesem Let's Play. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel gelevelt, actually, merke ich gerade. Schwamm drüber. Ja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, dass man die auch mit 10 Level, fast 20 Level runter besiegen kann, die Pokémon von Rot. Und ja, ich finde die Überraschung, dass auf einmal der Protagonist vom ersten Spiel, das ist das zweite Spiel so gesehen, dass er auf einmal hier als finaler Boss auftaucht. Das finde ich ziemlich cool. Und diese Musik, die ihr gerade gehört habt, ist ja nicht die Champion-Musik. Normalerweise ist die eigentlich eher bekannt dafür, dass die von Rot ist, die Musik. Statt von Siegfried, der eigentlich der Champion ist in diesem Spiel. Aber ja, die spielt auch bei ihm und ich finde, bei ihm passt die sehr, sehr gut. Als finales Lied. Und was gibt's noch zu sagen? War ein cooles Let's Play auf jeden Fall. Ich habe das meiste eigentlich schon im in der Folge mit Siegfried eigentlich gesagt, was zu sagen war. So, ziemlich kurze Folge hier, aber soll ich jetzt extra auf 20 Minuten strecken? Ich glaube, das braucht's nicht. Auf jeden Fall, wenn euch... Vielleicht ist es sogar 20 Minuten, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Für die Leute, die gerade neu sind, könnt ihr euch das ganze Let's Play nochmal neu anschauen. Oder auch Pokémon Blau anschauen bei mir, das habe ich nicht auch Let's Played. Ansonsten, seid gespannt auf die nächsten Pokémon Let's Plays. Glaubt mir, die sind näher da, als ihr denkt.